der Startnummer 93 haben wir erst einmal die 87 hier unten. Das ist Hans-Dieter Kessler. Vor ihm steht der Schnellste, nämlich mit der Startnummer 93 Bernd Kasper aus Dresden. Und Kessler, das war für mich die große Überraschung. Er ist ja DDR-Meister gewesen von 1982 bis 84, hier mit der Startnummer 87. In der Tourenwagenklasse, nun ist er umgestiegen, ein Jahr Leistungsklasse 2. Jetzt gilt es für ihn, auch unter den Großen der Leistungsklasse 1 zu bestehen. Und die zweitschnellste Trainingszeit am gestrigen Tage, die spricht wohl Bände. Ganz weit hinten, wo wir ihn nie vermutet hätten, findet man den Fahrer mit der Startnummer 81, nämlich Uli Melkus aus Dresden, den vielfachen DDR-Meister, der gestern mit dem Training überhaupt nicht zurechtkam. Er hatte unwahrscheinliche Probleme technischer Art an seinem Wagen. Wie mir die Monteure vorhin noch einmal bestätigten, haben sie fast die ganze Nacht hindurch gebaut und konnten heute früh beim Abschlusstraining melden, der Wagen ist jetzt in Ordnung, jetzt muss er rollen. Er steht an 15. Stelle im großen Feld der Wagen. Hier haben sie ihn noch einmal. Und der DDR-Meister wird es hier sehr, sehr schwer haben, aus dem Pulk heraus dann bei der neuen Rundenjagd nach vorn zu stoßen. Drücken wir ihm die Daumen, dass alles gut geht. Die letzten Sekunden vor dem Start. Das Feld mit 27 Rennwagen ist aufgebaut. Da hinten, da können Sie auch diese rot-weißen Wagen mit den blauen Rundumleuchten sehen. Wir sagen die fliegende Feuerwehr dazu. Fahrer aus Most, aus der CSSR, die hier mit einem Löschfahrzeug in der Startrunde hinterherfahren, um notfalls erste Hilfe leisten zu können. Eine ganz hervorragende Einrichtung. Wir werden die Wagen vielleicht dann auch noch an der Strecke draußen sehen, denn da sind ebenfalls noch einige postiert. Das rote Licht leuchtet bereits, das können Sie sehr gut mitverfolgen. Gleich wird es auf gelb umschalten, noch 20 Sekunden. Höchste Konzentration bei den Fahrern der Rennwagengruppe E bis 1300 Kubikzentimeter. Gleich wird der ohrenbetäubende Lärm einsetzen. 3, 2, 1, Start! Kasper setzt sich an die Spitze des Feldes und dahinter, wenn man so sagen darf, der Neuling Hans-Dieter Kessler. So geht es hier zunächst erst einmal in den Buchübel hinein. Mittendrin DDR-Meister Uli Melkus. Unser Hubschrauber liefert Ihnen die ersten Bilder von der Abfahrtsstrecke. Hier kann man wunderschön diese lange Schlange beobachten, wie sie nun hinunterfährt in die Stadt Schleiz. Gleich an einen der kritischen Punkte kommt, nämlich an die Lindenwegkurve. Und nun wird angebremst, heruntergeschaltet und hinein geht's in die Haarnader. Kasper als erster gewendet. Bleibt Hans-Dieter Kessler, aber dahinter drängt schon Manfred Günther, der Scheibenberger. Das ist die Abfahrtsstrecke zur Seng hinunter. Hier zieht sich das Feld nun schon ein wenig auseinander. Links, rechts, Kasper. Kessler und Siegert. Heinz Siegert vom MC Kreis Döhlau jetzt auf Platz 2. Hier mit der 98 sagen wir kurz Peter Schwalbe aus Gera. Heinrichsruh, die Heinrichsruher Kurve. Da hat doch Bernd Kasper ziemlich weit ausgeholt. Dennoch auf Platz 2 notieren wir da oben wieder Hans-Dieter Kessler vom MC Kali Merkers. Also der Tourenwagen Fuchs, er lässt sich so schnell hier nicht verladen. Eingang zum Schauerschacht.
Kasper. Jetzt Siegert wieder Zweiter. Also schon in dieser Startrunde tut sich ja einiges. Kessler dahinter. Dann sah ich auf Platz 4 Dietmar Isensee. Auch er in der Rennwagenklasse Gruppe 1. Ein Neuling. Aber er verdiente sich seine Spuren bei den Tourenwagen. Jetzt kommt er ins Bild, die 99. In der 97 dahinter Manfred Kuhn. Und so geht es aus der Waldkurve heraus in Richtung Oberböhmsdorf. Die ersten Häuser werden sichtbar. Die Linkskurve wird angesteuert und die Start- und Zielgerade ist erreicht. Runde 1 ist beendet. Melkus schon in das vordere Feld hineingefahren. Ich habe ihn so an etwa 7. 8. Stelle gesehen. 1., 2., 3., 4. schnell hier verfolgt. 5, 6, 7, 8. Ah, da müsste er schon mit dabei gewesen sein. Hier wird mächtig Dampf aufgemacht. Die schnellste Runde drehte im Training Bernd Kasper mit einem Schnitt von 154,8 Kilometer pro Stunde. Das kommt noch nicht ganz an den Rundenrekord heran, der von Melkus und Kasper im vergangenen Jahr gefahren wurde. Beide drehten da im Windschattenbereich unwahrscheinlich schnelle Runden und kamen auf 158,887 Kilometer pro Stunde. Hier das Ladertriebwerk mit dem Rennwagen von Bernd Kasper. Ausgangs der Matthias Berger Kurve, Eingang zur Seng. Na, hier zieht sich das Feld nun schon, zumindest die Spitze, erst einmal etwas auseinander. Da hat sich Bernd Kasper ein wenig Luft verschafft. Und Heinz Siegert ist jetzt Zweiter. Dann Kessler Dritter, Isensee Vierter. Gutes Rennen, was die beiden da fahren. Hier sehen Sie auch an unserer Grafik, wo sich das Feld zurzeit aufhält. Das ist der Weg hinauf am Palais vorbei. Da kam einer der Wagen über die weiße Markierungslinie. Das ist ein gefährliches Spiel. Denn wenn man da mit dem feinen Sandboden in Berührung kommt, ist die Bodenhaftung weg. Bernd Kasper. Heinz Siegert, der im Frühjahrstraining in Schleiz sagenhaft schnelle Runden drehte. Und erneut aufhorchen ließ. Vielleicht haben wir dann einmal Gelegenheit, auch den Mann mit der Startnummer 81 zu sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ist er. Jetzt kommt er. Da ist Heinz Melkus, Uli Melkus, Entschuldigung. Na bitte, es rollt doch. Aber den Ton geben hier vorn Bernd Kasper, Heinz Siegert, Hans-Dieter Kessler, Dietmar Isensee an, die 97 und die 81. Also Manfred Kuhn dahinter, Uli Melkus. Jetzt greift er an, schiebt sich um einen weiteren Platz nach vorn. So einfach war das gar nicht, den Kuhn hier zunächst erst einmal gegen. Zweite Runde absolviert. Reihenfolge der ersten drei unverändert. Platz 6. Platz 6 für Uli Melkus zu dieser Zeit. Ja, diese Gruppe da hinter den ersten vier, die macht ganz schön Betrieb. Melkus ist offensichtlich an ihnen vorbei. Ein ausgesprochen sympathischer Fahrer, mehrfacher DDR-Meister, Pokalsieger, der nicht nur auf den Rennstrecken unseres Landes die Zuschauer begeistert, sondern ebenso in Most, in Budapest, in Brno, wo er überall auftritt, in Riga, in Poznan. Auch hier gab es einen ganz leichten Ausrutscher. Bernd Kasper zieht seine Bahn. Heinz Siegert. Da sind Kessler und
Friesensee, Plätze 3 und 4. Auf Platz 6 weiter Uli Melkus. Er muss da noch versuchen, aus dieser Gruppe herauszukommen. Natürlich ist es dann einfacher, von der Spitze wegzufahren. Hier kommt Melkus jetzt. Wieder einen Platz vor. Fünfter war er jetzt. Diese Männer, die Sie hier an der Spitze des Feldes sehen, die werden dann im Laufe des Tages auch noch den Pokallauf um Punkte im Pokal der Freundschaft ausfahren. Da war ja Thomas Napa aus der Sowjetunion der Trainingsschnellste. Auch das dürfte noch einmal hervorragenden Sport versprechen. Aber bleiben wir jetzt beim DDR-Meisterschaftslauf. Das ist im Augenblick wichtiger, denn hier geht es um wertvolle Punkte für die Meisterkrone in diesem Jahr. So ganz nebenbei ein Blick über die herrliche Thüringer Landschaft, gezeichnet von unserem Hubschrauber. Bernd Kasper hat dafür keinen Blick hier unten, der muss sich voll konzentrieren, um sauber aus der Waldkurve herauszukommen und wieder in Richtung Oberböhmsdorf seinen Wagen zu lenken. Na, da wird es nicht lange dauern, dann ist er schon wieder bei uns original im Blickfeld. Und der Abstand hat sich, wie mir scheint, zu Siegert noch vergrößert. Kasper ist da. Über ihm fliegt der Hubschrauber. Dann kommt ein Siegert. Dietmar Isensee ist an Hans-Dieter Kessler vorbei. Also Platz 1000. Und in dieser nachfolgenden Vierergruppe, regelrecht eingekeilt, fährt auch Uli Melkus. Oh ja, der Meister hat es hier sehr, sehr schwer, aus dieser Gruppe herauszukommen, während vorn die Post langsam abgeht. Der zweite und dritte des Feldes, nein, der dritte und vierte des Feldes. Und da können Sie selbst sehen, dass Hans-Dieter Kessler an Dietmar Isensee wieder vorbei ist. Diese beiden stechen sich im Hintergrund hier doch einen aus, dass die Heide wackelt. Beide haben sauber unten die Haarnadelkurve nehmen können. Isensee greift wieder an. Kommt dann Hans-Dieter Kessler vorbei, der hängt sich sofort in den Windschatten. Das sind also der dritte und vierte des Feldes, die einen guten Kampf hier bieten. Wie mir schien, versuchte hier schon wieder Hans-Dieter Kessler Maß zu nehmen. Aber Sie sehen selbst, er bleibt dahinter. Dietmar Isensee, der mit diesem Triebwerk hervorragend zurechtkommt. Hier in dieser Zeltstadt, einer von vielen, da beobachtet man natürlich auch ganz aufmerksam, wie diese beiden hier Rad an Rad, man kann sie fast mit einer Plane zudecken, entlang kommen. Und im Hintergrund holen die anderen auf. Isensee, Kessler, wer zieht da hinter seine Bahn? Da kam ein Fahrer von der Piste herunter. Das war nichts weiter, aber Isensee, Kessler, wen haben wir dahinter? Dann kommt die Startnummer 25, einer der GSSR-Fahrer, ja, und dann Heinz Melkus, Uli Melkus. Was will ich immer mit dem Heinz? Das ist der Vati. Der 25, Jaroslav Vorel aus der GSSR. Er fährt in diesem nationalen Lauf in einer Gruppe von GSSR-Fahrern mit und vertritt hier Jiří Veselý aus Liberec, der gestern mit seinem Wagen hier am Rande der Strecke bereits stehen blieb. Für ihn kam das Vorzeitige aus, die Technik spielte nicht mit. Uli Melkus in der Waldkurve versucht jetzt erneut den tschechoslowakischen Fahrer anzugreifen und an ihm vorbeizukommen, aber das wird schwer. Siegert, weiter Zweiter. Da ist Bernd Kasper. Nun Heinz Siegert. Dietmar Isensee. Kessler
Melkus. Ja, jetzt hat er es endlich geschafft. Jetzt hängt Melkus mit an der Spitzengruppe dran auf Platz Nummer 5. Er hat auch Blickkontakt zu den vor ihm Fahrenden, zu Kessler und Isensee. Hier haben sie die drei. Und das dürfte natürlich auch für Melkus jetzt stimulierend wirken, noch ein wenig mehr zuzulegen, um an diese beiden heranzukommen. Also auch hier ist ein vielversprechender Kampf, um die Plätze noch zu erwarten. So haben sich nun kleine Grüppchen gebildet, aber da wird erbittert um jeden Zentimeter Boden gekämpft. Schauen wir wieder die Spitzengruppe an. Da unten ist eben Bernd Kasper durch. Hier haben Sie ihn. In der Seng ist er vorbei, zieht nun bergauf. Das kann man leider hier nicht so genau sehen, aber man muss schon ganz mächtig hier Gas geben, um diese Anhöhe zu nehmen. Dahinter bleibt Heinz Siegert, der sich im Moment seines zweiten Platzes sehr sicher fühlt. Auf der Strecke hinüber zum Schauerschacht zieht Bernd Kasper seine Bahn. Zäh und unverbissen kämpft sich Uli Melkus weiter nach vorn. Hans-Dieter Kessler hat ihr bereits das Nachsehen gegeben. Jetzt in der vierten Position liegt er im Windschattenbereich von Dietmar Isensee, der noch Dritter ist. Aber Isensee, das hat man schon gespürt in der letzten Runde, bekommt langsam Nervenflattern, denn er hatte sich hier schon doch ein wenig zu sehr und zu schnell an die Kurven herangewagt. Im Windschatten bleibt Uli Melkus. Jetzt ist es nur noch eine Frage von Metern, wann der DDR-Meister an diesem Fahrer vorbeizieht. Kurz vor der Waldkurve geht er innen an. Nein, das klappt noch nicht. Sauber den Wagen aus der Kurve herausgezogen. Isensee hat sich ein klein wenig frei gemacht. Vielleicht dann auf der großen Geraden zu Beginn der vorletzten Runde bei uns am Start und Ziel. Auch das wäre noch eine Möglichkeit. Auf der Start und Zielgeraden sind sie schon. Abstand 4-5 Meter, mehr nicht. Jetzt greift er an. Nun will er es wissen. Und oben am Buchhügel kommt er als Erster. Ja, eine ausgesprochen saubere Überholleistung. Rund, fair, ordentlich, wie wir das von diesem hervorragenden Sportsmann seit Jahren kennen. Denn der 36-jährige Dresdner, dreifacher DDR-Meister, dreifacher Pokalsieger im Pokal der sozialistischen Länder, hat in vielen Motorenschlachten bewiesen, was er mit seinem Fahrzeug zu leisten imstande ist. Und das auf einer sauberen, ordentlichen Basis. Die letzten 7,6 Kilometer liegen nun vor diesen Piloten. Uli Melkus auf Platz 3. Vor ihm bleiben aber Heinz Siegert in der zweiten Position und vom Start weg in Führung. Das ist Bernd Kasper. Hier haben wir die beiden Kampffähne und ich freue mich auch über Dietmar Isensee, der hier nicht aufsteckt. Der versucht, an Uli Melkus dran zu bleiben. Hier kann er sich auch manches vielleicht vom Fahrstil her noch abgucken.
in der Haarnadelkurve in der Stadt. Noch einmal Bernd Kasper, der hier, und das kann man wohl jetzt schon sagen, einem sicheren Sieg in diesem DDR-Meisterschaftslauf entgegenfährt, während Uli Melkus nun hier unten die Stadtkurve angeht, sind die ersten beiden also schon über alle Berge. Uli Melkus macht hier noch einmal mächtigen Dampf auf, versucht sich zu lösen. Der Dietmar Gießensee scheint ihm doch ein wenig zu eng auf den Fersen zu setzen. Ich glaube nicht, dass sich hier noch eine größere Veränderung zwischen den ersten drei jetzt ergeben wird. Denn da sind die Abstände doch ziemlich groß. Und die letzte Runde läuft ja. Mit der 82 sahen wir kurz einmal Matthias Stark vom MT Schleizer Dreieck. Er wird überrundet. Da kann er noch nicht mithalten. Und das wird auch gleich von Dieter Gießensee besorgt. Kurz vor der Kurve hier oben hat er das auch fertiggebracht. Und nun geht es auch für diese beiden, die sich so hart um die Plätze gestritten haben, hinüber zum Schauerschacht und damit auf die letzten 2-3 Kilometer bis zum Ziel. Während Melkus und Gießensee hier bereits auf dem Wege zur Waldkurve sind, ist Bernd Kasper drin. Ihm auf den Fersen folgt Heinz Siegert, der sich wieder etwas mehr an Kasper herangeschoben hat. Vielleicht gibt es doch noch einen Schlusskampf zwischen diesen beiden da vorne. Denn Heinz Siegert ist bekannt dafür, dass er auch bis zum letzten Meter nicht aufsteckt und immer wieder versucht, das Bestmögliche daraus zu machen. Jetzt kommen sie in die Oberböhmsdorfer Kurve. Aber der Abstand scheint mir groß genug für Bernd Kasper. Er gewinnt diesen Lauf vor Heinz Siegert. Das sind die ersten beiden. Nun der Blick nach draußen. Da kommt erst, ja, da ist Uli Melkus schon da. Melkus Dritter, Dietmar Gießensee Vierter. Eine großartige Leistung. Und Hans-Dieter Kessler schließlich wird Fünfter. Damit haben sie die ersten fünf beim DDR-Meisterschaftslauf der Rennwagen. Klasse E bis 1300 Kubikzentimeter. Ich ziehe vor Uli Melkus den Hut, der trotz seiner Probleme am gestrigen Tage, die ihm sicher viel Nerven gekostet haben, nicht aufgesteckt hat, der von der 15. Position auf Platz 3 nach vorn gefahren ist. Alle Achtung, es war ein großes Rennen unserer DDR-Rennwagen. Diese Startnummer 81, liebe Motorsportfreunde, die steht sehr häufig im Mittelpunkt, weil sie nämlich die Startnummer des DDR-Meisters Uli Melkus ist. Und wir schummeln uns hier mal ganz schnell dazwischen, unmittelbar vor dem Pokallauf für Frieden und Freundschaft. Nachdem Uli am gestrigen Tag ein bisschen Pech gehabt hat, Probleme hatte auf Startplatz 15 beim DDR-Meisterschaftslaufstand, dann ein glänzender dritter Platz. Uli, das ist eine tolle Leistung. Welche Leistung des Triebwerks ist dazu nötig, um so schnell fahren zu können? Ja, wir haben 115 PS hier drin. Und wo kommen diese 115 PS her? Das kann man so schnell nicht sagen. Alle Teile sind sorgfältig bearbeitet und überdacht, frisiert, durchdacht frisiert, sodass eben das dann alles in allem rauskommt. Der Auspuff ist freigestellt. Ach, man kann es gar nicht anfangen. Was sind denn die wesentlichsten Elemente? Sie sagen, alles wird überarbeitet, der gesamte Motor wird überarbeitet. Was ist da so das Nonplusultra, wo die Leistung herkommt? Das ist die Bearbeitung der Ventile und dem Ventilsitz sowie der Schwinghebel. Was ist das Besondere an Ihrem Auto im Vergleich beispielsweise zu dem von Bernd Kasper? Oder ist es original das Gleiche? Es müsste hundertprozentig das Gleiche sein, bis auf wenige subjektive Korrekturen am Motor und an der Fahrgestelleinstellung. Was stellt man eigentlich immer am Fahrgestell ein? Der Laie kann sich darunter kaum was vorstellen. Kurz gesagt sind das die Federhärten. Macht man vorn oder hinten etwas härter oder weicher, dann rutscht er vorn oder hinten etwas mehr oder weniger, so wie man das eben zur Strecke entsprechend gern hätte. Gut, schönen Dank und toi 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 für den Pokallauf. Danke.